Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tokiden 2. Mit dabei der Elschakal am Dancen. Richtig krass, ich begrüße ihn. Servus. Hallo. Disco Fieber. Ich starte jetzt. Hallo Bruder. Du startest eine Mission? Okay. Ich glaube sowieso nicht, dass ich meine Schlangenhaut voll gekriegt habe aus der letzten Folge, die ich da noch brauchte. Deswegen einfach losmachen. Nehmen wir die. Müssen wir die mitnehmen? Proceed weiß ich nicht, sagst du es mir? Oh, wir müssen die nicht mal mitnehmen, wir können die auch da lassen. Aber da wir jetzt wissen, dass die Bosse ein bisschen krasser sind, nehmen wir die zwei mit. Ein bisschen Abwechslung. Ja, ich will farmen. Patrol-Duty. Village. Looten und Level. Also, machen wir. Let's lay him out there. Sind wir die Village-People? Oh. Oh, geht schon los. Nice. Oh. Den Stein brauchen wir ja nicht. Wenn der, wirklich, so ein... wenn der wirklich auflädt, der Stein, dann brauchen wir den ja nicht unbedingt. Den kannst du, glaube ich, immer wieder benutzen. Ja, der nach einer bestimmten Weile kann das wieder, glaube ich. Kannst du unseren Member wieder auf 8 stellen? Oh ja. 8. Cool, da kommt die direkt zurückgerannt. Das ist ja recht nice. Bam! Ich hab mich an dem Baum festgehalten. Das geht auch. Du kannst dich an den Baum rankrallen. So, warte mal, ich mach mal die Karte ein bisschen größer, damit ich sehe, wo wir hinrennen. Ja, gute Idee. Also, was die Feuersymbole und so da machen, weiß ich auch noch nicht. Ey. Okay, ich muss das hin. Wieso ist der jetzt tot, Alter? Was ist los mit dir? Muni-Skin. Jetzt greifen die ja doch wieder alles an. Was ist los? Ich glaube, sobald man die anvisiert, greifen die an. Ich habe noch gar keinen anvisiert. Oh. Ich wollte eigentlich gerade mal übelst loslayen, aber die lassen mich ja gar nicht dazu kommen. Stell ich die mal follow, mal gucken, was wir dann machen. Ja, ich renne die einfach mal ein bisschen hinterher. Also Aufgabe in der Patrol ist, wie ich festgestellt habe, einfach nur alle Gegner töten. Mhm. So, mal gucken, was die jetzt machen. Jetzt kommen sie mit. Boah, voll weggeknallt. Das ging schnell. Könnt ihr mal einsammeln? Na, ich bin wieder ready. Ich würde gerne mal gegen neben so einem Gegner stehen bleiben, mal gucken, was die machen. Ich nehme mal den Imp hier, den kleinen. Nimm mal den Imp da. Ah, ne, so, sobald die Gegner. Die Gegner gepult hast, greifen die an. Purification. Und da die Gegner ja alle sowieso aid sind, aggro sind. Ich mach mal hier nebenbei, dann können wir ein bisschen schneller dann auf den Boss rauf. So, mal direkt aus der Luft geschossen. Den hol ich mir. Bam, bam! Hör auf dich zu bewegen! Hör auf dich zu bewegen! Oh, mit dem letzten Schuss habe ich ihn doch mal gekriegt. Jetzt sind alle irgendwie weg. Dafür rollt jetzt hier der Boss umher. Hallo! Boss? Wo? Ja, wir warten auf dich. Boss Boros! Ja, ich bin ein bisschen weiter unten. Ich bin runtergesprungen, weil hier unten noch 2, 3 Ins waren. This is no problem. Oh, warte, da ist noch ein Collectible. Ist das hier oder ist das oben? Was, da ist ein Collectible? Ich will auch. Axt, das ist oben. Ach so. Kannst du mit dem Super Jump kommst du nicht hoch, ne? Naja. Nein. Der trommelt auf seinem Bauch. Ja. So, na dann, Rock'n'Roll. Alter, ich nehme jetzt gerade was. Das geblockt, hab ich das richtig gesehen? Das sah so aus. Da springe ich erstmal auf dem rum und dann. Wird meine Krabbelhand nicht abgeblockt. Boah. Hat er gut einen mitgekriegt. Und wie das mit der Hand richtig cool umgehen, habe ich noch nicht gelernt. Ich renne mal ein Stückchen weiter weg. Ah, das ist bei mir ein bisschen einfacher. So, jetzt ist der Gegner schon weit weg. Aufladen. Jetzt ist er sogar zu weit weg. Au! Krabbelhand! Zack! Ah, wenn der Gegner weiter weg ist, dann fliegt man geradezu auf ihn. Ich lade nach. Ja.
Kann ich noch eine Ability einsetzen eigentlich? Oder schieße ich jetzt... Okay, ich schieße jetzt auch mit R1. Auch nicht schlecht. Kabelhand. Carnage! Guck mal, der hat irgendwas im Bauch stecken. Ja, ist von irgendjemandem von uns. Oh. Das war's. Das war's schon. Easy, peasy. Lemon squeezy. Streck dir den Arsch nach oben. Aber der Timer geht noch nicht los. Wir müssen noch die restlichen Gegner besiegen, wie es aussieht. Yep. So, ich bin bereit, ich bin bereit. Die sieht man aber nicht mehr auf der... Hier ist was zum Sein, Mann. Doch, doch, hier hinten, hier hinten, hier hinten. Wo ist der Lumpy schon wieder hin? X. Otherworldly Shard. Ach, da unten. Ich gehe mal rechts den Weg hoch. Offensichtlich scheint es doch nicht so zu sein, wie ich dachte. Du kannst sie mit R2 anvisieren und du musst zum richtigen Zeit irgendwann drücken. Vielleicht während du R2 loslässt oder so. Keine Ahnung. Ich probiere das noch ein bisschen aus. Hier unten sind noch Gackelspinnen. 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 Wie komme ich hier runter? Huppenei. Mit dem Supersprint komme ich da auch nicht runter. Was denn das für ein Shit? Ich komme gleich wieder. Ich will das hier an dem einzelnen Skill required. Ich sammle hier die ganze Zeit Skills für diese komische Power of Strange Spaßkarte. Okay, also das günstigste ist bei mir, wenn ich auf den Zug fliege, einfach die ganze Zeit Viereck mashen. So, ich komme wieder. Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. Wenn ich irgendwas finde, was für dich interessant sein könnte, sage ich dir Bescheid. Hier ist ein Katzenauge. Ja, alles gut. Ich, kümmerst dich ja ordentlich um die Leute. Hui. Ja, ich mach einen Kammerjäger. Wenn du wissen willst, wie du hier hinten an die rankommst, warte mal, ich lade mal kurz nach. Rock'n'Roll. Vielleicht kann ich mich ja an den Baum rankrallen oder so. Nee. Das geht nee, hier hinten ist ein versteckter Weg. Ach was. Ja. Das ist ja krass. Mal mein Mikrofon frisch ausrichten. Oh, krasse. Krasse KK. Bumm. Na, hast du gesehen, wie ich den hier geslayt habe? Nee, habe ich nicht, weil ich mich auch gerade dran gezogen habe. Ach so. Na, dann mache ich das bei dem nächsten. Bei dem da. Ja, ich muss natürlich auch treffen. Alter, was ist los? Wupp. Hä? Geht voll klar, oder? Ich habe eine ganz schöne Range, sehe ich gerade mit der Rifle. Ich muss eigentlich gar nicht so nah ran. Ich kann hier hinten stehen bleiben. Okay, das geht nur mit Viereck, was ich hier vorhabe. Was auch immer ich jetzt gerade für Munition nachgeladen habe. Ach, ich habe auch sowas wie einen Schrotflintenschuss. Oh. Wenn ich nachlade. Ja. Warte, ich will das hier noch einsammeln. Ein Amethyst. Oh, cool, ich hab's ganz gleich gesehen. Ja. Wie hab ich das jetzt gemacht? Da musst du dir das noch ein Tutorial mal noch anschauen. Ah, warte mal, hier. Jo, ich hab's. Wenn ich Dreieck drücke, kann ich dann verschiedene Munition in die Waffe reinladen. Also verschiedene Kugeln. Ich kann normale Munition. Ich kann hier diesen Streuschuss. Und ich hab auch noch... Oh. Explosivschüsse. Das ist wie ein kleiner Mörser. Jo! Map. Waypoint. Da ist der Tui lang. Waypoint. Jetzt hab ich wieder Ladehemmung. Waypoint. Hä? Also meine Waffe ist voll genug. Ich sehe die Waypoints nicht. Was ist denn das für ein Mist? Dann würde ich sagen. Tiger mal los. Destination. Ah, guck mal, ich hab mir eine Destination auf der Map gesetzt. Oh, hier geh ich nicht. Hier komm ich nicht durch. Oh, hier vorne rennt die eigentlich zu mir. Du bist doch der Partyleader. Party hot. Hier vorne ist wieder so eine Feuerbude. Da ist der Stein. Also irgendwo hundertprozentig krabbelt noch ein Imp rum. Jo, du bist genau in der Richtung. Ja, da vorne, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie schon. Und ich weiß nicht, ob du auf der Karte meine Destination siehst. Diesen Pfeil auf der Minimap. Nope. Ah, das ist schade. Mal, hier ist gerade so ein lustiger Stein. Jetzt probiere ich das mal aus. So, jetzt habe ich ja von allen mal was benutzt. Und dann benutze ich jetzt hier mal den grauen Stein. Hopp.
Klapp, klapp. Oh ja, dadurch laden sich die Dinger wieder auf. Ich kann aus irgendeinem Grund mein Carnage nicht aufladen. Also oben rechts in der Ecke sind noch Gegner. Bin doch schon fertig. Hä? Achso, wir müssen eine bestimmte Anzahl nur töten. Weil da oben, da waren noch drei. Ja. Naja. It's time for messages, messages. Thank you. Sehr gern. Was auch immer ich jetzt noch am Ende gesagt habe. Also es ist auf jeden Fall, macht das mehr Spaß. Und das gefällt mir. Jo, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, nicht? Leave purification to me, hast du gesagt. Okay. Nett. Oh, mal gucken, ob wir bauen können. Ja, wäre ich auch mal dafür. Create. Oh yes, jo! Ich habe meine Dings komplett... richtig viel, was ich zur Auswahl habe. Ja, ich könnte, wenn ich jetzt warte und mir noch einmal Tigerpelz irgendwo herhole, dann kann ich mir auch dicke Waffen. Da kann ich mir Rock Rifle, Torrent. Bin ja am Überlegen, ob ich mir eine andere Waffe noch angucken sollte. Ich nehme erstmal hier die Enfield Rifle, da habe ich jetzt Bock drauf. Equipment ready! Equip the Enfield Rifle? Yes! Fortify Weapon. Jetzt müsste ich doch auch Armor kann ich sogar machen können wieder. Oh, guck mal, was ich für eine schöne Sichel am Start habe. Oh, ich kann mir auch Armor machen. Sehr cool, reicht sogar noch für drei Stück. Mach ich da jetzt einfach mal. Achso, das Wichtige Equipment ist ja, dass es Defense nach oben bringt, ne? Ja. Habt ihr gemacht. Guck mal, der hier ist besser. Ich kann sogar meine Enfield Rifle noch verbessern. Attack. Attack and Dexterity. Attack and Dexterity. Jo, super. Enfield Rifle plus 3. Fortify Armor. Ich wüsste jetzt noch gern, was dieses Aegis ist. Ob das Increase deine Elemental Damage. Das könnte durchaus sein. Ich mach's mal beim Helm, gehe ich mal auf Ausdauer. Mhm. Plus 2. So, das war's. Mehr kann ich jetzt aktuell nicht machen. So, ich habe jetzt hier den krassen Shit des Todes und bin fast pleite. Den krassen Shit des Todes? Alter, ich habe richtig geile Klamotte jetzt an. Du kannst dir das mal nah angucken. Zieh dir mal die Weapon rein, die ich auf dem Buckel habe. Warte mal, ich zoome mal ran beim Lumpy hier. Oh, Schmuck, Schmuck. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe einen neuen Helm gekriegt, ob der besser aussieht. Eine dicke Weapon am Start, oh yeah. Na, guck ich mir mal noch ein bisschen die City an. Jo, alles klar, ich bin fertig. Okay, dann komme ich zurück. Guck dir mal den Guardhelm an, dich. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Warte, ich gehe mal ein bisschen. Oh ja, nett. Kann man machen. Ja, als nächstes auf jeden Fall die Rüstung dran, aber die Enfield Rifle sieht schon mal cool aus. Mal, hier sind welche rot. Nimm mit, Junge, ist Bossfight. Ich will kloppen. Ah. Okay, dann suche ich uns mal einen geilen Boss raus. Nehmen wir auf den nächstbesten. Nehmen wieder den Dude. Und die hier, die waren gut. Good luck! Ich lass die dann einfach. Ich lass die dann einfach mal so eingestellt, wie sie sind. Weil dann greifen die vielleicht den Boss mit an, ohne dass ich den unbedingt daneben stehen muss. Dann ist vielleicht beim Boss nicht ganz verkehrt, weil manchmal rennt man ja doch weg, um sich zu heilen. I don't Red know. Zones. When fighting an Oni, that is your own. Okay, geht direkt los hier. The Cherry, beim Age of Peace, Cherry Blossom Road. Achso, jetzt habe ich eine andere Waffe, das heißt, ich kenne die ganzen Kombos jetzt nicht. Oh shit! Aha. Jo, ich hab'n! Haha. Ah, guck mal, wenn ich jetzt 4 gedrückt halte, kann ich visieren. Moment, ich komme! Ich treffe den auch nicht.
Au! Da hat jemand auf dich abgesehen, oder? Ja, alles gut. Muss ich bloß noch rausfinden, was mache ich mit Dreieck? Mit Dreieck greife ich nach vorne an, okay. Mit Kreis mache ich so einen lustigen, krassen Sprung. Mit Viereck mache ich halt meinen, dass ich mich ranziehen kann an den Gegner. Oh, ein Collectible. Ihr fightet hier hart und ich sammle erstmal Scheiß ein. Ein typischer Open Moment. Ich glaube, du musst unsere Gruppe wieder. Oh, Boss. Okay, dann lasse ich das mal so. Oh ja. Ah, guck mal. Denn? Wenn ich Viereck und wenn ich X drücke, weiche ich aus im Viereck und Hi. Okay. So, ich hab nachgeladen, kann weitergehen. Oh fuck. Kann ich damit noch was machen? Nee. Okay. Oh shit. Bam, bam. Okay, ich muss nachladen. Der kriegt hier gerade so richtig hart aufs Maul. Carnage! Jetzt stell dir mal vor, man würde ja noch dabei sehen, wie viel Schaden man macht. Da siehst du die ganze Zeit auch bloß irgendwelche Zahlen floppen. Oh oh. Autsch. Alles gut. Hab grad noch gesehen, dass er mich anvisiert hat. Da wollte ich beiseite springen, hab aber zu spät reagiert. Ich war gerade noch im Nachladen. Guck mal, wie viel HP er noch hat. Der zweite Balken hat schon angefangen, ist zu einem Fünftel leer ungefähr. Wie kannst du hier oben herspringen? Was ist los mit dir? Okay, Fadi muss nachladen. Ich habe mal jetzt Explosivmunition reingenommen. Ausgezeichnet. Oh ja, stimmt, man kann ja auch mit seiner Hand arbeiten. Ne? Macht auf jeden Fall gut AOE-Schaden. Ah, da kommt er wieder. Ich bin gerade nicht anvisiert. Ah, fuck. Ja, ich wüsste, wie hoch die Reichweite ist von den Dingen hier, ne? Okay, ich werde mal... Mein Leech ist geblockt. Aus irgendeinem Grund kann ich es nicht auswählen. Das ist einfach nur grau. Ich sammle mal hier nebenbei ein bisschen den Schwanz ein. Oh shit, der steht direkt vor mir. Oh shit. Ja, der sieht alles gut aus. Hoi! Ich glaube, das geht schneller, wenn mehrere die Dinger einsammeln. Ich glaube, meine Special ist fertig. Warte mal. Ja. Boom, Junge. Oh, das ist ein richtig dicker blauer Schuss gewesen, ne? Ja. Ich gebe da noch eine Breitseite und nochmal nachladen. Supermodus, erstmal Life Leech aktivieren und dann Onslaught Mode. Ne, das war nicht der Onslaught Mode. Ich nehme mal das Bein hier von dem mit. Ah, jetzt bin so, ich. Was sagst du, Auge der Wahrheit? Das sagt die Hälfte, aber er hat im Moment sein lilanes Ding wieder voll. Was auch immer das bedeuten mag. Also, ihr seht, wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen belesen. Achtung, da kommt ein anderer Gegner rein. Okay. Ah! Ich helfe dir. Nein, nicht auf den. Oh shit. Kommt ja noch einer. Jo, die sind zu zweit, die Schweine. Was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe, ist da cool aus, aber ich habe niemanden dabei getroffen. Au. Achso, das war das. Hilfe. Ich hätte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich habe hier leider mit dem einen noch zu tun, den ich jetzt so einsammeln muss. Das Problem ist, ich komme nicht zum Nachladen. Okay, ist er noch da, der zweite Gegner? Ja, läuft hinter mir her. Alter, ich will nicht den großen, dicken, fetten anvisieren. Ich kümmere mich mal um den. Okay.
Okay, das war's. Ich sammle hier mal ein bisschen was ein. Au. Ich wollte das Ding hier einsammeln, Mann. Wie sieht der Boss jetzt wieder aus, Alter? Ich glaube, das ist Phase Nummer 2. Los, komm schon. Jawohl. So, ja, zeig mir deinen Arsch, Katze. Dann hau ich erstmal drauf. Haha. Die Katze hat mich gehauen. So, ich werde mal eine Fähigkeit benutzen. Wir nehmen wieder Might. Das war eins seiner Grabbelbeinchen. Da kommt irgendwas wieder, das auf uns zugeflogen, oder? Ja, das war von mir. Ah. Da liegt er gut, der Junge. Monster Flayer! Oh, okay, da kommt nochmal was Lilanes. So. Irgendwie schafft das gerade nicht mehr aufzustehen, kann das sein? Ja. Er kommt nicht mehr dazu. Haben direkt meine Super von Manzi knallt. Oh, 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 ich habe meine Super. Und Super. Dahin. Boom. Ihr habt es rechts vielleicht am Rand von dem Monster gesehen, dass der Lumpy da gerade völlig durchgedreht ist. Das war sehr interessant. Mit meinem Super konnte ich dann anvisieren, wo ich hinhauen möchte. Ja, genau, lass sie mal mitnehmen. Ja, ja. Hat er gemacht. Super cool. Noch 10 Sekunden. Aber. Ah, naja, schade, die können wir nicht mehr mitnehmen. Neisigkeit. Joa, macht jetzt schon ziemlich Laune, ne? Die nächste Mission darfst du mal raussuchen. Kurz. So viel haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, ansonsten kann ich mir vorstellen, tatsächlich die Vollversion von dem Spiel zu kaufen, ne? Ist nur die Frage, okay, Deep Forest Predator. Wir haben jetzt hier noch einen nächsten Bossfight. Nehmen wir direkt auch wieder mit. Hier, komm, zack. Natürlich. Da wird ja nicht lange geschnackt. Hier im Team Slaywurst. Team Slaywurst finde ich mega witzig, den Namen. Wir sollten einen Clan eröffnen, der so heißt. Können wir gerne machen. So, ich würde sagen, den Boss legen wir noch, bevor wir die Folge dann auch wieder beenden. Ich weiß ja gar nicht, was sagt der Timer bei dir? Ich habe den Timer, ehrlich gesagt, nicht aktiviert. Alter, dann würde ich sagen, wir legen hier das fette Krabbelvieh noch und dann, So, ich suche mir mal... Ich suche mir hinten mal die Schwachstelle. Boah, weißt du, dass da die Schwachstelle ist? Ich sehe das, wenn ich anvisiere. Die roten Verbindungsstücke sehe ich immer zwischen den einzelnen Gliedmaßen. So? Nee, das sehe ich nicht. Ja, kannst du mal sehen, wa? Das ist ja eine richtig jetzt geile Ability zum Beispiel, von dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich alleine gespielt habe, war es mit dem Rifleman hier nicht so cool, aber jetzt mittlerweile, wenn man so hinter das Ganze kommt, bockt der schon ziemlich. Puh, was geht jetzt mit meiner Kamera ab? Hier da oben guckt. So, ich werde mal ganz kurz hier. Hi. Bam! So, Fadi muss nachladen. Das ist kein Problem. Weiter geht's. Oh, das eine Bein ist ab. Ja, ich stehe mit dem Professor hier hinten am Schwanz und hau da drauf. Auf den Fall, ne? Jetzt sind wieder meine Figur markiert. Anslauf. Ja, Favor, Level up.
Bam! Wir sollten immer nebenbei die Dinger noch einsammeln, die ja so runterfallen. Weil die dauern lange, das heißt, da ist was richtig Geiles bei drin. Nehme ich mal an. So. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier auf AOE-Damage. Ouch. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist so Ziel wechseln. Also, klar, ich kann eine Lockfunktion machen, aber ich kann die einzelnen Teile nicht wechseln. Das nervt ein bisschen, das muss man manuell machen. Oh oh. Ich glaube, er mag mich nicht, weil ich ihm die ganze Zeit auf dem Schwanz hämmere. Mache ich auch mal wieder mit. Oh, meine Leiste ist voll, war doch, also die blaue Leiste ist voll. Ich kann ja auch mein Special ist voll. Ich drücke jetzt einfach mal irgendwelche Buttons, wo ich keine Ahnung habe, ob die was machen. Da haben wir noch immer ein paar lila Bubbles an Poppes. Was könnte ich noch tun? Damit kann ich nichts tun. Alter, kann er mal stehen bleiben? Au. Jetzt hat mich gerade sein Angriff getroffen. Ah. Ja, auch nicht. Okay, ich muss mir mal kurz recovern. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die blaue Leiste da drüben benutzen könnte. Welche blaue Leiste meinst du denn? Die rechts, links neben unserem Namen. Da ist so eine blaue Leiste. Die ist bei mir voll. Ich weiß nicht, wie ich die lernen kann. Ich weiß, dass ich sofort also bei mir gelehrt habe. Ich hab da bei mir nichts. Hä? Nö. Ah. Mit der Godhand und dann auf Dreieck. Wieso nenne ich die Godhand? Nehmen wir mal ein bisschen AOE-Schaden. Ah, es kommt. Der läuft. Der hat ja auch keine Beine mehr. Die haben wir ja eingesammelt. Oh, meine Leiste ist gleich voll. Noch ein kleines bisschen. Soll ich mich nachladen? Jawohl, so, ich habe mein Special voll. Ich renne mal ein bisschen weg und dann mache ich jetzt mein Special auf dahin. Habe ich jetzt getroffen? Ich hoffe, ich habe den getroffen. Nimm das Schwänzchen wieder mit. Bam! Schwachstelle okay. Hat gezogen. Ja, Quatsch. Nein, das auch nicht. Ich wollte so tun und dann Dreieck. Tu mal so, mein Junge. Ich aktiviere nochmal. Was nehme ich? Und Might mache ich noch an, damit ich Attack Boost habe. Meine Special ist auch gleich down. Voll. Er ist down. So gut wie down. Alter. Man sieht ja eigentlich. Feuer! Gut, das war meine Grabbelhand, entschuldigt. Lol. Man sieht sogar bei den letzten Hit gemacht hat, da stand dein Name unten. Ja, das war meine Grabbelhand, Entschuldigung. Hier, die Dinger mitnehmen. Achso, geht nicht. Ja, yeah, nice! Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, aktuell für eine Free-Version macht's echt Bock. Also ich habe echt Bock, da jetzt weiterzumachen und Zeug zu krabbeln und ja, sinnlos. Schon, warum laufen die mir hinterher? Haut ab! Ja, als ob ich einen Schnitzel in der Tasche habe. Weißt du, hast du den Ausdruck in den Befehl gegeben, dass sie dir folgen sollen vielleicht? Nein, ich lasse die L2-Taste berühre ich nicht, das mache ich nicht. Achso, ja, die ist verboten. Flick the Touchpad to easily access the Convision Passage Function. Hä? Wenn ich das Touchpad... Ah, jo, stimmt. Das Touchpad zur Seite kriegst du gleich hier das Dingsmenü und kannst... Hä? oder? I love you. Hoi! So, super cool. Good job. Aha, wenn du nach oben machst, kriegst du den Free Chat und wenn du es nach unten machst, passiert. Ah, dann kommst du auf deine Gestures. Hallo. Super cool, ich guck mal, ob ich mir noch was herstellen kann. Basteln können.
basteln. Ich guck mal, ob der Verkäuferling hier irgendwas Neues im Sortiment hat. Irgendwie nicht. Weapons? Ich könnte mir jetzt eine Waffe mit Elementarschaden machen. Also jetzt habe ich die Scheiße zusammen hier. Aber ja, Attack bringt nichts. Ich habe hier Gewehrrifle. Die Enfield ist schlechter als meine. Hier hätte ich noch eine mit 285. Dazu brauche ich allerdings noch Brute Claw, Hornbit, Wriggling Moss und Voice of Anguish. Okay, dann schaue ich bei der Armor mal rein. Holy moly, Gotthelm. Mal rein. Oh, du kannst ja auch die Waffen verkaufen, sehe ich gerade. Sell. Yes. Sell. Yes. Okay, hier unten hätte ich eine Rüstung. Azurhelm. Azur Armor. Was bringt denn hier eigentlich die Robe? 112, das ist schon mal gut. Alter, was es jetzt hier einen Haufen an Rüstung gibt. Charmed Battle Gear. Okay. Aha. Ich schaue hier noch gerade mal ein bisschen rum, ob hier noch irgendwas Cooles ist. Ich stelle mir hier schon mal, ich glaube, das Headband. Oder die. Ja. Also als allerletztes bei mir unten in der Reihe habe ich Charmed. Warte mal, da macht das Headband 74 Defense und hier der Helm 76 Defense. 59. Also wäre es eigentlich schlauer, ich würde den Helm nehmen. Oh ja, ich nehme den Helm, pass auf jetzt. Schade, dass du das Zeug nicht zerlegen kannst, das wäre cool. Ja, wie gesagt, du kannst die Waffen als Material benutzen. Wie das funktioniert, weiß ich aber noch nicht. Alter, hab ich jetzt einen smoothen Helm? Ich schaue hier gerade ein bisschen rum. Ich dachte, ich finde hier vielleicht auch irgendwo einen Ort, wo man Sachen tauschen kann oder so. Weil das wäre halt cool. Okay, Weapons. Du hast ja alles schon dabei von Anfang an, ja. Und Waffen sehe ich gerade. Kannst ja alles verkaufen. Oh. Ich hatte auch zwei von diesen lustigen Messern. Aber ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Ja, der Helm sieht ganz cool aus. Ich will auch so eine coole Mütze. Dann musst du dir so eine coole Mütze besorgen. Azure Helm. Matt. Nee, Helm. Wie heißt der Helm? So, Azure Helm. You don't not have anything to sell. Sure. Ja, jetzt habe ich auch so einen coolen Helm, Alter. Jetzt sehe ich aus wie der Sonnenkönig. Ja, Polek! Wie geil. Moment. Halt! Stopp! Nach links! Nee, nach unten! Da würde ich sagen... Ja, da würde ich sagen, machen wir Schluss für die Folge, Lampi! Wir haben jetzt Fettbosse gegrabbelt und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Clutch Oni! Oh, Entschuldigung, müssen wir kurz strecken. Das war so aufregend. Das ist ja kein Problem. Cool! Und ich freue mich drauf. Liebe Freunde, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Tuitgütten zusammen mit mir, dem Elferkarl. Da habe ich mich so kaputt gelacht noch im Nachhinein. In der ersten Folge. Das war so lustig. Ich habe mich wirklich bepisst fast, als ich geschnitten habe. Super geil, Lumpy, wir sehen uns in der nächsten Folge zum Monsterklatschen. Und ja, bis dahin, mach's gut. Haut rein, tschüss.